Hallo Leute, hier ist Hazel. Willkommen zu einem neuen Video auf Pocket Money. Heute starten wir mal woanders, denn ich brauche sehr viel Platz für diese ganzen wundervollen Sachen hier, die ich verkaufen werde. Ihr könnt es vielleicht ahnen, ich mache ein Pocket Money Flohmarkt. Ganz viele von euch haben sich das gewünscht und meine Challenge hier auf Pocket Money ist natürlich, auf diesem Flohmarkt so viel Geld wie möglich zu verdienen, sodass es sich für mich lohnt. Ich persönlich weiß von meinen Freunden, die schon viele Flohmärkte gemacht haben, dass sie so in der Regel rund 150 Euro verdienen. Das ist auf jeden Fall eine Menge Geld, aber ich möchte das gerne toppen und dafür habe ich mir sehr gute Tipps rausgesucht, die ich anwenden werde. Aber erst einmal sortieren wir dieses ganze Zeug und rechnen aus, was ich denn verdienen könnte. Zuerst einmal habe ich die ganzen Pullover aussortiert. Ihr seht auch, das ist wirklich das meiste, weil der erste Tipp ist schon, dass man saisonal verkauft und gerade ist ja halt Februar und es ist kalt und ich glaube, niemand wird einen Tanktop kaufen. Das Money, Money, das Money, Money, das. Hier habe ich noch einen Stapel Markenklamotten, das ist meine große Hoffnung, viel Geld zu machen. Jacken ist auch saisonal. Hier habe ich noch mal ein ganzes Stapel Klamotten von einem Freund, weil das ist übrigens auch ein Tipp. Ihr könnt ja einfach Freunde und Verwandte fragen, ob die noch Sachen über haben, weil sonst würden sie halt in der Altkleidertonne landen oder im schlimmsten Fall auch im Müll. Aber ihr könnt natürlich noch Geld daraus machen, weil ich habe auf vielen Flohmärkten schon mal diese 1-Euro-Wühlkiste gesehen und da gehen immer sehr viele Leute ran und ich glaube, das ist gut für die 1-Euro-Wühlkiste. Ja. Dann habe ich noch so einen Stapel von Dirk mit Mangas, die er nicht mehr braucht, beziehungsweise die Mangas mag er nicht. Und da gibt es den Tipp, dass man Bücher und Mangas so generell in Paketen verkaufen sollte, weil dann wird man schneller los und kann so einen Paketpreis anbieten. Also statt ein Manga für 3 Euro kann man ja auch sagen, kauf 2, dann mache ich 5 draus, ne? Dann wird man schneller los. Und ich bin auch sehr froh, dass ich diese Mangas loswerde. Davon hat Dirk viel zu viel. Und jetzt, wo wir alles hier überschaubar haben, berechnen wir doch mal unseren möglichen Umsatz. Die Preise hier, die gerade an der Tafel stehen, sind natürlich nur meine Wunschvorstellungen und passieren natürlich auch nur, wenn ich wirklich alles verkaufe. Aber bleibt ruhig dran, denn während des Flohmarkts gibt es auch noch einige Tipps, die mir auch unangenehm sein werden, wie zum Beispiel sowas wie ein Marktschreier. What? Ja, man muss auch aufmerksam auf sich machen. Aber wir rechnen mal kurz schnell weiter. Hier habe ich noch 5 Sachen, die so relativ divers sind. Das sind einfach so Sachen, die ich gefunden habe, wo ich vergessen habe, dass ich sie besitze. Kennt ihr das? Und da weiß ich gar nicht, ich würde einfach sagen, pauschal 2 Euro so. Hä? Was? Für diese Uhr will ich 10 Euro. Außer das hier. Das ist eine geliebte Uhr und Wecker von Dirk, die er eigentlich schweren Herzens jetzt loslässt, aber natürlich nur, wenn wir dafür auch 10 Euro kriegen, weil das ist es dir wert, oder? Ein T-Shirt oder auch Kleid von Adidas und ich habe damals 55 Euro bezahlt und es ist in super gutem Zustand. Deswegen würde ich noch so gern 25 Euro dafür haben. Dann habe ich hier ein Pullover von Dirk Schibitz, habe ich genommen, weil du den nie trägst. Und zwar ist es von Puma und es war doch auch eine Kollaboration mit irgendeinem asiatischen Designer, oder? Es hat 100 gekostet. In der Regel geht so die Hälfte drauf, wenn man etwas Secondhand verkauft. Was würdest du sagen, 40? Realistisch 30. Realistisch 30, okay. So, das Einzige, was ich jetzt wirklich noch online recherchieren muss, ist iPod und diese Snapchat-Brille. Es heißt Apple iPod Shuffle, 4. Generation. Und es kostet online Gebrauch 13 Euro. Dann halte ich mich mal an diesen Preis und gehe maximal auf 10. Aber wir schreiben 13 ab. Ich habe die Brille gefunden. Neu ist sie natürlich noch 180 Euro, aber so gebraucht 60 Euro. 100. 100? 100? 100. Okay. Ja. Dafür, dass es niegelnagelneu ist. Und ich habe es am allerersten Tag, wo es überhaupt rausgekommen ist, in New York gekauft. Und das ist übrigens auch ein Tipp. Und zwar soll man den Käufern eine persönliche Geschichte erzählen oder vorgaukeln, damit sie mehr wertschätzen. Und hier habe ich für meine Wühlkiste einmal die 2-Euro-Wühlkiste und die 1-Euro-Wühlkiste. Sehr viele Sachen. 7, 8, 9, 10. 10 mal 2 ist 20. 9, 10, 11. Und jetzt ist es an der Zeit, alles zusammenzurechnen, Freunde. Und das Ergebnis ist 491 Euro. Alter, ist das viel. Aber um realistisch zu bleiben, nehmen wir mal kurz diese Brille so raus, weil das ist ja ein Ausreißer. Und wenn wir es rausnehmen, kommen wir auf 391. Und meine Challenge ist natürlich, mindestens mehr als die Hälfte zu bekommen. Das sind dann einfach mal rund 200 Euro. Also mehr als meine Freunde. Das ist auf jeden Fall ein gutes Ziel, besser als sie zu sein.
Ich versuch's. Aber das sehen wir alles morgen. Nächster Tag bzw. nächster Morgen, jetzt ist 6.58 Uhr. Ich muss nämlich sehr, sehr früh auf dem Flohmarkt sein, um alles aufzubauen. Und ja, das ist der Nachteil am Flohmarkt, das beginnt sehr früh. Und es gibt auch einen Tipp, wenn man stylisch aussieht, dann kommen auch eher Gäste bzw. Kunden. Und ich habe eher das Problem, dass mir kalt ist. Ich habe doch einen stylischen Mantel, oder? Ich überlebe das nicht. Heute ist voll das schöne Wetter, aber ein Sturm zieht auf. Und er heißt Sabine. Ich habe sogar einen Standspiegel mitgebracht, damit die Leute sich anschauen können, ob ihnen die Teile denn stehen. Also ich sehe gut aus. Ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit zum Aufbauen. Ja, die Schuhe so als erstes, die hässlichen Schuhe verdeckt von dem Spiegel. Ich versuche es so schön wie möglich hinzustellen. Obwohl ich eigentlich gar kein Auge so für Ästhetik habe. Ich habe auch noch eine Kleiderstange mitgebracht, weil ich finde, in so einem Stapel kommen diese guten Sachen halt einfach nicht zur Geltung. Und die guten Sachen sollte man aufhängen. Oh nein, voll geknittert. Ich will es farblich sortieren. Die kosten 10 Euro. 10 Euro? Ja. Hast du was für Schmuck kaufen? Nee. Ich habe keinen Schmuck, aber viele fragen hier nach Schmuck. Ich bin Händler auch. Ah, okay. Ich kaufe und verkaufe die Schmuck. Der Flohmarkt hat ja erst um 10 auf, aber als erstes kommen immer so die Händler, die sich versuchen, etwas von mir günstig zu kaufen, um das wieder zu verkaufen. Und das mache ich nicht. Und außerdem triggert mich das. Ich bin noch nicht fertig. Kostet 6 Euro. Ich bin auf 5. Okay. Ja. Ja, danke schön. Die ersten 5 Euro verdient und direkt nicht nach hartnäckig geblieben. Aber sie hat versprochen, dass sie wiederkommt. Am Anfang kann man schon hartnäckig bleiben. Ich bereite jetzt meinen 2-Euro-Wühlkarton vor. Im Laufe des Tages ist es dann ein 1-Euro-Wühlkarton, aber erstmal 2. 120. Alle wollen sie meine Designerklamotten, aber sie wollen nicht den Preis zahlen, den er auch wert ist. Die sind wie ich. Der Stand ist jetzt aufgebaut. Ich habe zwar noch ein paar Teile so, aber ich mag es, wenn der Stand nicht zu voll und nicht zu leer aussieht. Das Wetter ist eigentlich gut, aber ab 14, 15 Uhr sollen die Winde anfangen, die Böen. Also ist das Wetter. Die eine Dame, die mit mir geredet hat, meinte auch schon so, irgendwie bin ich der einzige private Klamottenstand so, der halt auch Teenager-Sachen verkauft. Der kostet 40. 40? Ja. Dafür haben. Ja, ich weiß schon, haben Sie, ich habe es ja vorhin gefragt. Ja. Waren wir so glatt 5 Euro? 6 Euro meinen Sie. Okay, dann einverstanden. Okay. Danke. Musst du dir die? Ja, danke. So, jetzt ist es genau 10 Uhr und der Flohmarkt beginnt jetzt auch erst wirklich. Tatsächlich habe ich aber schon 13 Euro verdient, aber ich muss mindestens 37,50 verdienen, weil so viel kostet mich dieser Stand. Und ich will hier nicht in den Minus gehen. Das passiert nämlich manchmal auf Pocket Money. Selten, aber manchmal. Ich mache den Stand ein bisschen wetterfest. Gibst du mir auch für 4 Euro? Mhm, ja. Cool. Dann nehme ich ihn. Meine Mama hat gesagt, ich habe den für 35 gekauft. Ja, du darfst den nicht für weniger. 40 Euro. Den habe ich für 120 gekauft. Morgen. Morgen. 13,50. Mhm. Also kannst du zurück wechseln? Ja. Danke. Bitte. Mehr Geld für den Stand bezahlt, als ich eingenommen habe. Magst du das Kissen? Okay, merken. Nein, Fufu. Nein, jetzt. Ich wusste, dass dieses Kissen Kinder anlocken wird. Nach der Pokémon-Uhr fragen die meisten, aber dann sind sie abgeschreckt von dem Preis 10 Euro. Dabei hat Kult seinen Preis und Kindergeschichte auch. Dirk stellt jetzt seine Manga-Sachen um, weil, keine Ahnung, sein inneres Anime-Nerd schreit. Richtig gut, dass ich einen Stuhl habe, ey. Fehlt eigentlich nur noch eine Sonnenbrille. Der Flohmarkt ist auch noch relativ leer. Ich persönlich bin manchmal hier so als Privatperson da und da ist er viel voller. Der Sturm. Bitte. Dirk, deine Sachen sind zu teuer. Das verjagt mir alle Kunden. Sorry, aber ich habe nur Markenklamotten. Und ein weiterer Tipp ist,
Wenn die Leute mal kein Cash haben, dann biete doch Online-Bezahldienste an. Deswegen male ich jetzt gerade ein Schild. Ich nehme Geld in jeder Form an. Immer kommen sie alle hierher und kaufen nichts. Danke. Ich habe gerade etwas zum ersten Mal zum Paket verkauft. 2 Pullover für 10 Euro. Das ist auch ein guter Tipp. Für 4? Ja. Können wir 4,50 machen? Super. Dankeschön. Läuft nicht so. Aber ich habe mit meinen anderen Kollegen hier gesprochen, die auch einen Stand haben. Und die meinen, heute ist tatsächlich viel weniger los als sonst. Wissen? Ja. It's 15. You wanna? No, that's too much? Yeah. Manchmal habe ich Angst, dass mir alles wegfliegt. 10, ja. 10? Okay. Ja, eigentlich. Bevor es wegfliegt. Danke. Also, okay. So it's 9 together. 9? Yeah. Where are you from? Australia. Australia, okay, cool. Pro Stück 3, das sind ja dann eigentlich 9 Euro, aber ich mache dir dann 7,50, wenn du 3 kaufst. Viel Spaß. Gerade läuft's richtig. 2 Euro. Nee, für Küche ist okay. Ganz leise aber. Dankeschön. Okay, gerade kam so ein richtiger Sturm an Käufern und ich habe jetzt die 37,50 geknackt. Ich bin bei 59,50. Also es scheint sich schon langsam zu lohnen. Und ich glaube, jetzt ist so die Hochphase. Jetzt kommen alle so aus ihren Betten raus. Also, was heißt Paket? Alle fünf. Also theoretisch ist es 3. Das macht dann 15 Euro. Und wenn du alle kaufst, kriegst du es für 12,50. Dann nehme ich alle. Dankeschön. Ich danke dir. Viel Spaß beim Lesen. Dankeschön. Und vorhin, als dieser Sturm hier war, hat tatsächlich ein Tipp funktioniert. Und zwar wollte jemand eine Uhr von mir kaufen. Und er war sich unsicher. Ich habe ihm einfach erzählt, wie sie in meiner alten Wohnung im Wohnzimmer stand. Und dann hat er sie gekauft. Also erzählt eure Geschichten. Dann sind wir bei 7. Dankeschön. Hast du es passend? Dankeschön. Dankeschön. Yay, Sie haben 13 Euro. Und ich habe 13 Euro erhalten. Danke. Dankeschön. Cool. Haben wir was dazugelernt. Ja. Ja, genau. Man muss sich einfach trauen. Genau. Gerade hat jemand zum ersten Mal unsere Online-Bezahldienste benutzt. Und das ging so schnell. Die ist 25. Danke. Viel Spaß. Manche Kunden sagen auch immer so, dass sie wiederkommen. Und gerade ist eine wiedergekommen. Und ich bin jetzt bei meinen 100 Euro. Die habe ich gerade geknackt. Thank you. Dankeschön. Also eigentlich soll man so oft schon offen auf die Leute zugehen und auch sagen, hey, dir fehlt noch eine Mütze, ist dir nicht kalt? Aber sowas kann ich nicht. Sieht langsam richtig leer aus. Was richtig schwer ist, ist diese ganzen Markenklamotten loszuwerden. Die finden zu teuer. Hier liegen jetzt eigentlich nur noch so Männerklamotten, weil ich habe beobachtet, dass eher so Frauen hierher kommen, weil sie denken, die Verkäuferin ist eine Frau. Dirk, stell du dich mal hin. Ich mache jetzt Kamera. Schon den ersten angelächelt. Du bist nicht stylisch genug, deswegen ist er weggegangen. Ich mache jetzt einen Rabatt. Die Leute wühlen richtig, richtig gerne in den Kisten. Aber in letzter Zeit haben sie nichts gekauft. Deswegen reduziere ich den Preis. Weil da nur noch der Schrott drin. Das hast du gesagt. It's all two. Wir haben jetzt noch ein bisschen umgeräumt, damit es so aussieht, als hätten wir super viel schon verkauft. Dass es ein bisschen komprimierter ist. Und das sieht so aus, als ob wir alles loswerden wollen. Macht jetzt den Marktschreier für mich, weil ich das nicht kann. Echt? Ja. Hemden für nur 3 Euro das Stück. Von Hollister, von Wrangler, von allem. Kommen Sie rein. Das ist lecker. Und hier können Sie noch draufdrücken. Ich restauriere mal meinen Pikachu. Denn es gibt Leute, die haben gesagt, das ist nur 2 Euro wert. Also er wollte nur 2 Euro zahlen. What the fuck? Dabei ist es wie neu. Der Nächste, der vorbeikommt, dann sage ich ihm, guck mal, sogar die Ohren sind noch wie neu. 4 würde ich nehmen. 4? Ja. 5. Der kostet 10 Euro. Niemand will diesen Wecker für 10 Euro. Hi.
Der geht. Das ist nämlich ein Wecker. Und du wirst geweckt von... Das erinnert dich doch an etwas, oder? An deine Kindheit. Ich habe leider den Auftrag von meiner Mama bekommen, nicht unter 10 zu gehen. Ja? Wirklich cool! Bevor der Sturm kommt. Dankeschön. Tschüss. Endlich ist das weg, ey. Wie viel? Zwei. Danke auch. Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Hier noch zwei 20er, 10er, 5er. So, man merkt so kurz vor 14 Uhr, dass es richtig, richtig windig wird. Dann kommt Sabine und wenn wir nicht schnell gehen, dann ist eh alles weg, weil Sabine alles wegfegt. Und dann hole ich meine Versicherung und die muss mir alles bezahlen, weil der Sturm das weggefegt hat. Ich muss aber echt sagen, der Tipp mit dem Spiegel ist wirklich am besten. Also erstens kommen Leute hierher, weil sie den Spiegel kaufen wollen, aber zweitens gibt es ganz viele Leute, die so Jacken und Pullover hier anprobiert haben und sich immer positiv dafür entschieden haben, es zu kaufen. Weil die Sachen sind ja gut, aber man hat halt Angst, dass es nicht passt. Also es ist wirklich der beste Tipp. Das ist jetzt meine letzte Hoffnung, vielleicht geht wirklich alles weg. Aber natürlich nicht auf die Designer-Sachen. Die haben einen Festpreis. 50% Rabatt auf alles wegen dem Sabine-Sturm. Danke. Ich habe das Gefühl, dass die Leute sich langsam auf den Weg nach Hause machen. Und die finden das Schild lustig, aber sie kaufen nichts. Warum? Unsere Kollegen räumen auch schon langsam ab. Mehr Kunden für uns. Hier gibt es 50% Rabatt. 50%! Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr zuschlagen würdet bei 50% Rabatt. Und ich mache die Preise nicht extra höher, um sie runterzumachen. Seit diesem Rabattschild habe ich nichts mehr verkauft. Das ist schon 15 Minuten her. Vielleicht sollte ich das Schild abreißen. Drei. Zwei? Drei. Aber weißt du, ein bisschen groß. Aber das ist der Stil. Das ist japanisch. Kimono. Ja, ja, deswegen. Viele Besucher des Flohmarkts machen sich jetzt schon auf den Weg nach Hause. Einige Stände haben schon komplett abgebaut und wir haben die besten Teile schon verkauft. Deswegen ist es an der Zeit, nach Hause zu gehen. Leider auch 3 Stunden vorher als geplant. Aber das Wetter kann man leider nicht bestimmen. Aber jetzt kommt der spannende Teil, die Kasse. Insgesamt habe ich 44 Einzelstücke verkauft für den Preis von 160,50 Euro. Das ist mein Umsatz. Das bedeutet so für jedes Teil 3,65 Euro. Und die Preise, die wir am Anfang genannt haben, sind demnach halt relativ unrealistisch, ein bisschen zu hoch. Halt für jede Jacke 10 Euro oder jeden Pullover 6 Euro zu nehmen, ist doch ein bisschen unrealistisch. Die Leute falschen gut und ich verhandle schlecht. Aber wie hoch ist mein Gewinn und hat sich dieser Flohmarkt gelohnt? Also ich habe 160,50 Euro Umsatz und muss abziehen die Gebühr von dem Stand, die bei 37,50 liegt. Ich weiß, die Gebühr ist super hoch. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie die Gebühr so bei euch ist. Also in Berlin auf diesem hippen Flohmarkt ist ja sehr, sehr hoch, aber dafür kann ich halt auch gut verkaufen. Deswegen habe ich einen Gewinn von 123 Euro und insgesamt war ich 6 Stunden hier und komme auf einen satten Stundenlohn von 20,50 Euro. Das ist richtig krass. Also ich bin selber geflasht. Wir haben zwar die 200 Euro nicht geschafft, die wir uns vorgenommen haben, aber dafür müssen wir auch früher Schluss machen. Aber sonst hätte ich die safe geschafft. Mein Highlight war, dass ich die Pikachu-Uhr für den Festpreis von 10 Euro verkaufen konnte. Aber ich glaube, ich habe auch eine Liebhaberin einfach erwischt, weil die hat mir das sofort gekauft für 10 Euro. Und das hat mich wirklich gefreut, dass es jemand kommt, der sich daran erfreuen kann. Und die Tipps für den Flohmarkt, die für mich am allerbesten funktioniert haben, sind wie gesagt der Spiegel. Dadurch konnten alle ihre Sachen anprobieren und waren happy damit. Und auch dieses allgemeine Aufmerksamkeit erregen durch Umdekorieren oder durch lustige Schilder oder durch super Angebote hat die Leute richtig gut gelockt. Und das waren meine besten Tipps für euch, die ich getestet habe. Und wenn ihr noch mehr Lust habt auf Geldverdienen-Videos, dann schaut euch doch mein Resell-Video an. Und hier ist auch noch ein cooles Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich als nächstes machen soll, um Geld zu verdienen und was ich für euch ausprobieren soll. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren.